Die Jugendarbeit des FC Bayern ist scheiße. Ja, mei, was soll ich hier groß drum rumlabern? Das ist halt so. Das letzte, wenn man so will, Eigengewächs, das den Durchbruch geschafft hat, ist David Alaba. Das war 2011, also vor einer Ewigkeit. Jetzt gibt's aber ein Licht am Ende des Tunnels. Es gibt endlich wieder Bayern-Talente, die richtig genial sind. Welche das sind, klären wir jetzt. Dazu kam von euch oft die Bitte, rede doch über die Transferpolitik der Bayern. Ah, da will ich mir gleich mal den Frust von der Seele reden. Das alles hier im Video. Wir sind weiter auf der Road to 100k. Abonniert gerne fleißig den Kanal. Wir knacken bald diese fette Schallmauer. Wird echt langsam Zeit. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, was für Themen bzw. Videos ihr mal hier unbedingt sehen wollt. So, klären wir doch als erstes, wieso die Jugendarbeit des FC Bayern so scheiße ist bzw. war. Eine wichtige Rolle spielt da die U23, also die Bayern-Amateure. Dort werden die Rohdiamanten geschliffen. Die Talente sollen erste Erfahrungen im Männerfußball sammeln, denn beim FC Bayern ist es so schwer wie bei keinem anderen deutschen Club, einen Platz im Profikader zu bekommen. Thomas Müller hat da seine ersten Schritte gemacht. Die Bilanz in der Saison 2008-2009, 32 Spiele, 15 Tore und eine Vorlage. Eine tolle Quote. Der Schlüssel zum Erfolg ist, in welcher Liga spielt denn die U23? Damals war das die dritte Liga. Da ist die Qualität genau richtig, um Talente an die Härte im Profifußball zu gewöhnen. Da wird viel gefoult, es gibt harte Zweikämpfe. Das ist deutlich krasser als in der Jugend. Für die Entwicklung ist es Gold wert. Müller sagte dazu, Zitat, natürlich hat mir diese Saison geholfen, mir intern und extern ein gewisses Standing zu erarbeiten. So, und jetzt kommen wir zum großen Problem der letzten Jahre. Die U23 kickte in der Regionalliga rum. Die Qualität der Liga ist so lala, da bleibt ein Talent in der Entwicklung stehen und kann sich nicht für die Profis empfehlen. Das hat man beim FC Bayern realisiert und das Ziel war, wir müssen unbedingt zurück in die dritte Liga. 8 Jahre hat man gebraucht, einfach viel zu lange. Ein paar Mal ist man echt knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt. Um Talente besser zu fördern, hat der FC Bayern dazu den neuen Campus gebaut. Und ehrlich, der ist richtig geil. 7 Fußballfelder, ein kleines Stadion, 1000 Quadratmeter Athletik- und Reha-Bereich und 35 Apartments. Da hat man extrem viel richtig gemacht und sportlich läuft es ja auch. Die Amateure sind jetzt zurück in der dritten Liga und die Qualität im Kader ist wirklich top. Ich würde sagen, lasst uns deshalb mal auf die Top 5 Talente blicken, die in dieser Saison richtig Gas geben können. Das größte Talent ist Joshua Zirkzee. Er kommt aus den Niederlanden, ist vor kurzem 18 Jahre alt geworden, Mittelstürmer und 1,93 Meter groß. Jetzt könnte man denken, das ist so ein unbeweglicher Baumstamm, der da vorne drin steht. Nee, ganz im Gegenteil. Der Junge ist total trickreich. Er haut oft Panatricks raus und geht mit kleinen Körpertäuschungen am Gegner vorbei. Ehrlich, es gibt nicht so viele Stürmer in Europa, die mit dieser Körpergröße genau das drauf haben. Spannend ist auch seine Passgenauigkeit. Zirkzee hat ein geniales Auge für die Mitspieler. Er fällt oft etwas zurück, holt sich den Ball im Mittelfeld und spielt dann einen tödlichen Pass. Im Augenwinkel sieht er die Lücke in der Abwehr und das nutzt er eiskalt aus. Ey, ich finde das total beeindruckend. Merkt man hier wahrscheinlich auch ein bisschen. Etwas Profi-Erfahrung hat Zirkzee auch schon. Letzten Sommer spielte er im Testkick gegen PSG und da traf er direkt mal den Kasten. Also, er hat definitiv das Zeug, bald in der Bundesliga zu spielen. Leon Dayaku ist der heißeste Transfer des Sommers. 1,5 Millionen Euro hat der FC Bayern für ihn in die Hand genommen. Auch hier die Eckdaten, 18 Jahre alt, deutscher Junioren-Nationalspieler, Stürmer und er hat schon in der Bundesliga gekickt. Beim VfB Stuttgart durfte er zweimal kurz ran. Der Abstieg hat den Bayern wohl ein bisschen in die Karten gespielt. Dayaku sieht offenbar eine bessere Perspektive in München. Wie torgefährlich der Junge ist, wissen die Bayern ganz genau. Dayaku hat sie quasi im Alleingang aus dem Junioren-DFB-Pokal geschossen. 2 Tore. Kleiner Fun Fact, er stand dafür nur circa eine halbe Stunde auf dem Platz. 3:1 der Endstand. Mittelfristig sehe ich ihn bei den Profis. Das hat auch vor allem einen Grund, er ist variabel. Dayaku kann auf den Flügel ausweichen, ist flink und hat eine gute Technik. Ey, den Jungen, den sollten wir definitiv im Auge behalten. Apropos Flügel, da müssen wir über Oliver Batista Meier reden. 18 Jahre alt, 1,78 Meter groß und seine Lieblingsposition ist Linksaußen. Wie gut er ist, wissen schon sehr viele Leute in ganz Europa. The Guardian zählt ihn weltweit zu den Top 60 Talenten des Jahrgangs 2001. Dazu hat er die silberne Fritz-Walter-Medaille bekommen. Das ist der höchste Juniorenpreis, den du bekommen kannst. Jetzt ist seine Karriere so ein bisschen ins Stocken geraten. Erst hat er sich die Bänder im Sprunggelenk gerissen und dann den Knöchel gebrochen. Das ist alles
alles richtig bitter. Fast die ganze letzte Saison fehlte er. Das Potenzial ist trotzdem da. Um richtig gefordert zu werden, spielt er, seit er klein ist, im jeweils älteren Jahrgang. Dort hat er gelernt, sich gegen Kinder zu behaupten, die größer und stärker sind. Zum Beispiel, kurz nach seinem 15. Geburtstag hat er in der U17 des 1. FC Kaiserslautern debütiert. Da hat er 3 Tore in 6 Spielen erzielt. Das ist wirklich eine Top-Quote. Danach ging es zum FC Bayern und da schätzt man ihn. Olli hat mittlerweile einen Profivertrag bis 2023 bekommen. Kommen wir zum nächsten Talent. Paul Will, 20 Jahre alt, damit ist er der Älteste in meiner Liste und er spielt im zentralen bzw. defensiven Mittelfeld. Sein Weg zu den Bayern war echt ungewöhnlich. Bis zur B-Jugend spielte Will in einem kleinen Dorfverein, der TSG Wieseck. Das zeigt, man muss als Kind nicht sofort in ein Nachwuchsleistungszentrum, um Erfolg zu haben. 2 Säulen machen ihn so gut. Erstens die Robustheit. Um den Ball abzuschirmen, stellt er seinen ganzen Körper rein. Die Gegner prallen an ihm ab, aber er ist nicht nur ein Rambock, also darauf dürfen wir ihn nicht beschränken. Zweitens der Spielaufbau. Er hat nämlich ein Auge für die Mitspieler. Bei den Profis durfte er schon mal schnuppern. Letztes Jahr war er in den USA mit dabei und seine Leistungen total abgeklärt und wie ein Routinier. Von hinten hat er das Spiel eröffnet, hat sich direkt die Bälle beim Torhüter abgeholt und dann zentimetergenaue Pässe gespielt. Genau das fehlt doch aktuell im Profikader. Diese Verbindung, Robustheit und Passspiel. Gebt dem Jungen ein Jahr in der dritten Liga und wenn er sich so weiterentwickelt, dann sehen wir ihn verdammt schnell bei den Profis. Ein anderes Talent ist schon bei den Profis und zwar Lukas May. 19 Jahre alt, 1,90 Meter groß und Innenverteidiger. Seine Physis ist brutal. Er ist tatsächlich wie ein Rambock, in den die Gegner laufen. Sein Timing als Verteidiger ist 1A. Im genau richtigen Moment rückt er nach vorne und holt sich den Ball. May bekommt immer den Fuß zwischen Gegner und Ball. Nicht ohne Grund hat er schon 2 Bundesligaspiele auf dem Buckel. In einem Interview hat er einen Vergleich zwischen Männer- und Juniorenfußball gezogen. Nicht nur der Körper spielt eine ganz entscheidende Rolle, sondern Zitat, außerdem denken ältere Spieler auf dem Platz anders, können Situationen viel früher voraussehen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, der wichtig ist und genau deshalb braucht man auch Erfahrung im Profifußball. Für sein Alter ist der Junge echt sehr weit und ich hoffe, er bekommt diese Saison auch Einsätze bei den Profis. Kommen wir zur aktuellen Transferpolitik. Keine Frage, jetzt wäre es für die Talente viel zu früh, eine große Rolle bei den Profis zu übernehmen. Sie brauchen mindestens noch eine Saison in der dritten Liga. Tja, aber der FC Bayern braucht eben jetzt Verstärkung. Das wird von allen Seiten gefordert. Der Kader ist einfach zu klein. Robert Lewandowski hofft auf Transfers, aber auf Zitat, nicht nur junge Spieler, sondern auch Spieler, die uns sofort auf Top-Niveau helfen können. Und genau das ist doch der Punkt. Die Bosse haben keine Weitsicht. Sie sehen, oh, wir sind im Umbruch. Wir brauchen junge Spieler, die lange im Verein bleiben. Ja, blöd daran ist, die meisten Wunschspieler haben einfach keinen Bock nach München zu kommen. So sieht es zumindest aktuell aus. Es gibt deshalb nur B- oder sogar C-Lösungen. Verstärken die aber dann wirklich den Kader oder sind das einfach nur teure Ergänzungsspieler? Ich glaube, ja, da wirft man Geld aus dem Fenster. Dazu kommt, genau das boykottiert doch die eigene Jugendarbeit. Egal ob Brais Mendes von Celta Vigo, Cengiz Ünder von der AS Rom oder Dani Olmo von Dynamo Zagreb, sie nehmen mittel- und langfristig den Talenten aus der eigenen Jugend die Plätze weg. Und das ist der entscheidende Punkt. Sind die wirklich besser? Sind das wirklich sofort Verstärkungen? Von daher, man braucht eine Übergangslösung. Holt Spieler, die im letzten Drittel ihrer Karriere sind. Spieler, die noch ein paar gute Jahre in den Knochen haben. Mit ihnen kann man den Kader auffüllen. Mario Mandzukic ist der perfekte Backup im Sturm. 33 Jahre alt und trotzdem noch richtig gefährlich. Letzte Saison hat er bei Juventus Turin 10 Tore geschossen und 7 Treffer vorbereitet. Er wäre definitiv sofort eine Verstärkung. Die Fans würden sich dazu auch freuen, ein verlorener Sohn aus dem Triple-Jahr würde zurückkehren. Auf dem Flügel wäre Gareth Bale eine Verstärkung. Sollte es möglich sein, ihn zu leihen, muss der FC Bayern einfach zuschlagen. Real Madrid will ihn eh loswerden und er ist ein großartiger Spieler. Das einzige Problem könnte hier das Gehalt sein. Er verdient laut der Zeitung Marca 17 Millionen Euro netto. Zum Vergleich, die Topverdiener in München kassieren circa die Hälfte. Oder wie wäre es mit Sami Khedira? Im zentralen Mittelfeld ist er ein Abräumer, der gleichzeitig aber immer wieder nach vorne geht. Gegen tiefstehende Gegner könnte er aus der zweiten Reihe abziehen und seine Schüsse sind wirklich immer eine Waffe. Mittlerweile ist Khedira 32 Jahre alt, da ist noch genug Reserve im Tank, um auf hohem Niveau Fußball zu spielen. Juve ist wohl auch bereit, ihn abzugeben. Klar, man muss immer mit offenen Karten spielen und sagen, Spieler X, du hilfst uns, den Nachwuchs aufzubauen. Du bist ein Ergänzungsspieler, übernimmst die Rolle als Mentor,
Aber, und das ist ganz wichtig, stehst nicht jede Woche auf dem Platz. Wer diese Rolle akzeptiert, macht intern auch keinen Stress und in der Kabine gibt es dann keine Unruhe. So, und was bringt das den Talenten im Nachwuchsleistungszentrum? Ganz simpel, sie haben Zeit zu reifen. Sie können noch eine Saison in der dritten Liga spielen, dort Erfahrung sammeln. So wie Thomas Müller 2008. Bei ihm hat genau dieser Plan 1a funktioniert. Sie können bei den Profis trainieren, dort von den Altstars lernen und sich viele Dinge abschauen. Die aktuelle Situation ist einfach brutal knifflig. Die Bosse kriegen es nicht hin, neue Stars zu verpflichten. Sie stehen unter Druck, denn die Fans, die Medien, wir alle warten auf fixe Transfers. Sie müssen etwas tun. Da gibt's kein Wenn und Aber, denn der Kader ist viel zu klein. Wichtig ist, dass ein klarer Plan zu sehen ist. Teil 1 des Umbruchs ist vorbei. Jetzt steht das neue Gerüst im Team und das ist auch leicht zu erkennen. Hier habe ich euch mal die wichtigsten Stützen markiert. Jetzt braucht der Kader eine größere Breite. Spieler, die als Joker kommen können und sofort Leistung abrufen. Eine andere Facette ins Spiel bringen. Genau das hat letztes Jahr gefehlt. Die Talente aus dem Campus würde man jetzt verheizen. Also bleibt nur der Weg, eine Zwischenlösung zu finden. Wie findet ihr diesen Weg? Ich weiß, der ist kontrovers. Habe ich Blödsinn erzählt oder stimmt ihr mir zu? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Das Potenzial der eigenen Talente ist riesig. Das darf der FC Bayern auf gar keinen Fall verschenken. Eine Frage sollte ganz oben stehen. Wie will man Erfolg haben? Beziehungsweise wie will man 2021 oder 2022 das Finale daheim in der Champions League erreichen? Aktuell ist man Lichtjahre davon entfernt.